Erinnern Sie sich? In der letzten Folge von HWK TV zeigten wir Ihnen einige Impressionen aus der Vorrunde zum Meisterschuss. Heute stellen wir Ihnen zwei von den teilnehmenden Mannschaften näher vor. Und wer weiß, vielleicht nimmt ja auch einer der beiden Teams am 28. Juni den Pokal mit nach Hause. Schlecht sind die Chancen für Elektromeister Michael Orleck und seine Truppe dafür nicht. In der Vorrunde haben die Handwerker aus dem Westerwälder Herdorf jedenfalls keine Schwäche gezeigt und alle Spiele gewonnen. Doch nicht nur auf dem Sportplatz ist die Mannschaft spitze. Auch in der Werkstatt setzt das Unternehmen auf Offensive, auf Doppelpass und enge Dribblings im Umgang mit dem Werkzeug. Stehen die Haushaltsgeräte der Kunden im funktionellen Abseits, greift die Orleck 11 ein und nimmt die defekten Geräte unter die Lupe. Was hier auf engstem Raum gelötet wird, kann der Laie selbst nach mehrfacher Zeitlupe nicht erkennen. Immerhin, das Ergebnis spricht für sich. Und wer fragt später schon danach, wie es dazu kam, dass der Fernseher wieder funktioniert? Kapitän Michael Orleck über die Mannschaftstaktik. Wir sehen also immer zu, dass wir die gute Laune im Team behalten. Das heißt, wir spielen zusammen Fußball, wir bowlen auch schon mal zusammen und machen halt andere Sachen halt im Team zusammen. Und gleichzeitig sehen wir auch ein bisschen, dass wir die Jugend unterstützen. Wir haben im Moment die F-Jugend der Sportfreunde Herdorf unterstützt und haben noch drei Trikotsätze, die wir im Laufe unseres Jubiläumsjahres nochmal an die Jugendmannschaften ausgeben. Wir werden sie wahrscheinlich erspielen und schauen wir mal, dass wir da auch die Jugend einkleiden nochmal. So dreht sich bei Orleck einiges um das runde Leder, das ins Eckige muss. Hier das entscheidende Tor in der Meisterschuss-Vorrunde. Doch auch in der Werkstatt geht es zielstrebig zu. Denn eines verbindet Fußball und Handwerk ganz besonders. Nur das Ergebnis zählt. Was das Handwerk dem Sport allerdings voraus hat, die Technik in den Geräten, die Geräte selber, verändern sich laufend. Und damit auch das Handwerk. Ob kompakter TV-Flachbildschirm oder, wie hier, eine Espressomaschine. Vor Jahren sahen diese Geräte noch viel einfacher aus oder es gab sie gar nicht. Für die Elektriker gilt also: immer schön am Ball bleiben und einen gepflegten Steilpass spielen. Der landet hier im Autohaus Tumbi Schmidt. Für die Kfz-Handwerker aus Bad Salzig ist zwar der Meisterschuss nach der Vorrunde vorbei, denn die Qualifikation für die Endrunde in Schweich haben sie leider nicht geschafft, und doch verbindet die PS-Truppe mit dem Fußballpokal des rheinland-pfälzischen Handwerks gute Erinnerungen. Dem Teamgeist und der sportlichen Fitness haben der Meisterschuss gut getan, der zudem Abwechslung in den Alltag der Handwerker brachte. Geschäftsführer Oliver Schmidt erklärt, wie aus seinen Handwerkern Fußballer wurden. Die Handwerkskammer hat uns vor ca. 2 Jahren angeschrieben, mit der Idee, bei dem Meisterschuss mitzumachen. Und da wir eigentlich hier ein sehr sportbegeisterter Betrieb sind, haben wir das hier kurz vorgestellt und die Leute waren direkt begeistert. Wir mussten schon auselektieren, wer überhaupt in der Mannschaft mitgespielt hat oder mitspielen durfte. Auch das spricht für dieses bundesweit einmalige Fußballturnier für Handwerker, das in diesem Jahr zum 4. Mal in Rheinland-Pfalz stattfindet. Eine Erfolgsstory, bei der Kfz-Techniker gegen Bäcker, Tischler gegen Zahntechniker spielen. Kurzum, das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt dem einen runden Leder nachjagt. Die Endrunde und das Finale zum Meisterschuss finden übrigens am 28. Juni ab 11 Uhr in Schweich statt. Wenn auch Sie einmal mit Ihrem Betrieb von uns vorgestellt werden möchten, dann melden Sie sich unter hwk-tv@hwk-koblenz.de. Egal ob Existenzgründer, Traditionsunternehmen oder außergewöhnliche Dienstleistungen, wir sind gespannt auf Sie. Weitere Informationen und Angebote der Handwerkskammer Koblenz gibt es unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.